Lang ist es her, Freunde der Spiegeltour, als wir in Darksiders 2 oder Darksiders 1 umherrennen konnten, als einer der Reiter der Apokalypse, die, ja, die Apokalypse eigentlich abwenden wollten insgesamt. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Es gibt wieder ein Darksiders, Darksiders 3, und es ist heute frisch mir gesendet worden, um es mal anzugucken. Ja, ich habe dieses Spiel so bekommen. Es tut mir sehr leid, aber dafür kann ich jetzt reingucken und euch zeigen, in ein paar Preview-Parts, ob es sich lohnt, wieder zu Darksiders zu greifen, um ein ordentliches Action-Spiel mit Anspruch zu spielen. Der eine oder andere hat es auf der Gamescom auch schon gespielt, wie ich. Ich fand es schon mal ganz ansprechend vor Ort. Und jetzt gucken wir mal, was das finale Spiel macht. Wir spielen übrigens die PC-Version auf Ultra-Settings mit einem Xbox One-Controller, weil bei solchen Spielen ist es halt, finde ich, schon wichtig, mit dem Controller zu spielen. So, drei Slots. Ja, wir wollen ein neues Spiel starten. Es gibt unzählige Schwierigkeitsgrade. Wir machen mal fordernd. Obwohl, ich sehe gerade, es gibt ein Abbrechen. Warum sollen wir nochmal zurückgehen? Ist auch egal. Ach so, ja, weil man könnte ja theoretisch auf dem falschen Slot gerade sein. Ah nein, wir machen ausgewogen. Es ist Preview. Es ist Preview. Ich muss mich jetzt nicht stressen. Wir starten mal und gucken uns mal das hoffentlich geniale Intro an. Warum erschuf der Schöpfer ein Universum, das so unvollkommen ist? Voller Elend, voller Sünde. Die Gelehrten des Himmels und der Hölle nennen diese Frage das Rätsel der Trauer. Wenn die Sünde selbst Teil des großen Plans ist, ist die Sünde dann per Definition nicht göttlich? Eine Frage für die Weisen. Doch ein besonders ruheloser Haufen hat sich eingehend mit dem Thema beschäftigt: der Nephilim. Die Brut von Engeln und Dämonen. Krieger. Unerbittlich. Unaufhaltsam. Blutrünstig. Bis sie von vier aus ihren eigenen Reihen verraten wurden. Krieg, Tod, Zorn und Hader. Den vier apokalyptischen Reitern. Die Verräter erhielten unvorstellbare Macht von jenen, die dem Erhalt der Symmetrie von Ordnung und Chaos verschworen waren. Dem feurigen Rat. Seid Zeuge, wenn der Rat darüber tagt, den Krieg der Nephilim im Namen des Gleichgewichts zu beenden. Dies ist der neue Pakt. Krieg, der hier das Feuer über die Welt bringt. Ihr seid die unaufhaltsame Kraft allen Schmerzes. Tod, dunkle Seele der Ewigkeit. Ihr seid der tiefste Verderb. Ihr seid das Anti-Leben. Hader, ewiger Geist, immerwährender Unruhe. Ihr seid das Unstete im Herzen aller, die leben und atmen. Und schließlich Fury, entsetzliche Kraft der Wut. Ihr seid die Maschine, die... Wollen wir unsere Zeit mit Förmlichkeiten vergeuden oder kämpfen? Tretet vor und erkennt, Reiter. Ihr seid die Ungeduldige deiner Sippe. Die Unberechenbarste. Ihr balanciert am Rande eurer eigenen Realität. Eure Brüder begreifen die Aufgabe, die vor ihnen liegt. Ihr auch. Ihr redet noch immer? Soll Tod uns einen Tee holen oder kommen wir endlich zur Sache? Fury, dein Part in dieser Geschichte muss erst geschrieben werden. Ich frage mich, wirst du das Schöpfungsfeuer neu entfachen oder die Glut endgültig ersticken? Träume sind aufregender als die Realität. Oh, hätte ich gewusst, dass der neue Pakt so aufregend ist, hätte ich mir von Krieg an Ort und Stelle den Kopf abschlagen lassen. Kann man an Langeweile sterben?
Wüte. Ist dir auch so langweilig? Vielleicht bist du aber auch nur faul. Würde ich nicht so an dir hängen, ich würde dich umbringen. Nur aus Langeweile. Der Ruf? Endlich. Sag mir, dass du ein Planet voller Dämonen bist, die getötet werden müssen. Und zwei. Krieg? Welch klägliches Schicksal hast du dir aufgeladen, Bruder? Hüte deine Zunge. Ich bin vielleicht die Unbeliebteste unter den Reitern, aber meine Zunge hat mich noch nie in Ketten an einen Felsen gebracht. Fury, kommt näher. Ich nehme an, es gibt ein Chaos, um das sich jemand kümmern muss. Ihr scherzt, doch es ist wahr. Krieg hat seinen Eid gegenüber diesem Rat gebrochen und das siebte Siegel zerstört. Oh, die Apokalypse. Warum sollte er... Wir wissen es nicht. Noch nicht. Während wir reden, versinkt die Erde unter den Speeren des Himmels und den Hämmern der Hölle. Die Reiter sollen also reiten. Nein, während der feurige Rat zu begreifen versucht, wie und warum der Verräter Krieg diese abscheuliche Tat begangen hat, gibt es eine Angelegenheit, die behutsames Vorgehen erfordert. Er hätte Tader rufen sollen. Er ist der Behutsame. Die sieben Todsünden wurden befreit. Von wem, können wir nicht sagen. Doch die sieben streifen nun ungehindert durch die Welt. Das Gleichgewicht zwischen Ordnung und Chaos ist bereits in Gefahr. Die Sieben dürfen nicht ungehindert agieren. Krieg liegt in Ketten. Tod ist verschwunden. Hader hat andere Verpflichtungen. Als ihr das letzte Mal mit ihnen zu tun hattet, hat es euch alle vier gebraucht. Mit diesen Dummköpfen werde ich im Schlaf fertig. Doch wenn das erledigt ist, verlange ich meinen rechtmäßigen Platz als Anführerin der Reiter. Wenn euer Gehorsam einen Titel gewährt, dann sei es so. Doch stellt uns niemals Forderungen. Reiter, ihr reitet unverzüglich aus. Sei gegrüßt, Fräulein Fury. Ich gebe zu, dies ist ein unerwartetes Schicksal. Eine Beobachterin? Ihr zweifelt an meiner Loyalität? Bitte, sei nicht böse. Ich bewundere dich so sehr. Ach was, ich bin ein Fan. Du bist der Reiter, der Einzige, der zählt. Genug! Du darfst mich begleiten, aber komm mir nicht in die Quere. Ich werde wie ein Schatten sein. Unerschütterlich. Still. Noch stiller. Geht, sucht den Ort namens Haven. Eure Suche nach den Sieben beginnt dort. Fury, warte. Ich, was auch immer zwischen uns vorgefallen ist, suche in deinem Herzen. Du kannst nicht glauben, dass ich dieser Verbrechen schuldig bin. Etwas stimmt nicht mit dem Universum. Sei wachsam, Fury. Mächte verschwören sich gegen uns. Hör auf meine Worte! So, ich denke, es wird jetzt wahrscheinlich noch eine Einleitung kommen. Schön viele Bekannte. Da sind wir wieder auf der Erde. Und ja, Krieg hat die Segel zerstört. Und Tod kennen wir ja auch aus dem zweiten Teil. Und insgesamt macht die Grafik ja schon mal was ganz gut was her. Und ja, wir sind diesmal eine Frau. Das war aber von Anfang an so geplant, sag ich mal. Gefallene Feinde setzen bei ihrem Tod Seelenlurcher frei. Blaue Lurcher fungieren als Währung, grüne Lurcher erneuern die Erholung der Nephilim und gelbe Lurcher erfüllen deinen Zornbalken.
LT, um einen Gegner anzuvisieren. Ah, sehr schön, mit RB kann man ausweichen. Sieht auch super aus. Ich muss auch bis jetzt sagen, es fühlt sich gut an. Die Leute wollen ja immer wissen, oh ja, ist das, wie spielt sich das und fühlt es sich denn toll an? Ich hoffe, es ist nicht so anspruchslos wie Assassin's Creed manchmal. Entschuldigung, ich wollte Assassin's Creed jetzt nicht schlecht machen. Was ein bisschen merkwürdig ist gerade, ist, dass man fürs Anvisieren halten muss. Die Taste. Noch Autos hochheben, obwohl wieder zerstören. Ja, früher mit Krieg konntest du alles hochheben, das war noch eine geile Zeit. Weil Krieg einfach ein geiler Typ war. Kleines Heilungsfragment aufgenommen. Aber sie ist auch ganz cool. Ich glaube, sie hat auch die... Hat sie nicht die Stimme von vom letzten Teil von Lara Croft? Unglaublich. Zornfragment. In dieser wundervollen Mülltonne. Wo soll man es auch sonst verstecken? Ich dachte, vielleicht kann man da hochklettern. Moment. Ah, in der Luft, um weiter zu springen. Ja, aber das machen wir ja schon. Ach, ausgehend von der anderen Seite. Ja, Moment. X gedrückt halten, um den Peitschenschwung zu aktivieren. Ach, im Sprung. Also so. Ah, sehr schön. Wer findet hier Zuflucht? Ungeziefer? Menschen, Herren. Wie süß. Ein Haus aus Stöcken erbauen, während die Welt untergeht. Wie genau soll es jetzt weitergehen, Beobachterin? Ich weiß nicht mehr als das, was der Rat befiehlt, Herren. Die Suche nach den Sieben beginnt hier. Neid. Meins! Menschen! Haven! Alles hier! Meins! Zieh weiter, Reiter! Sonst gehörst auch du mir! Ich habe eine Mission. Die Menschen beschützen? Menschen halten sich für die Krone der Schöpfung. Sie sind bloß Affen, die im Dreck krabbeln. Hegst dir einen ganz schönen Groll. Was sie haben, werde ich mir nehmen. Wenn sie nichts mehr übrig haben, sind sie mein Spielzeug, bis sie kaputt gehen. Du kannst mich nicht aufhalten. Oh, das habe ich gar nicht vor. Die Menschheit wird schrecklich überschätzt. Ich bin nicht ihretwegen hier. Ich gehöre ganz dir. Oh, nein!
Moment, im richtigen Moment ausweichen. Und dann kann ich einen magischen Angriff machen direkt. Weißt du es nicht? Was mein ist, ist mein. Ich denke mal nicht, dass das jetzt schon der Endkampf werden wird, weil das fände ich ein bisschen gemein. Keine Ahnung, was er da oben macht, aber ich sollte es wahrscheinlich aufhalten. Nimm das, Knight. Konzentrieren, sonst sieht es mich gleich schlecht aus für mich. Oh, jetzt sei doch mal konzentriert, du. Ich würde gerne zeigen, was ich kann. Ja, ich habe zu lange gebraucht dafür jetzt. Dein Tod. Was ein fieser Kampf. Weißt du, du tötest 5 Gegner und musst dann schon gegen den. Gegen die erste Todsünde kämpfen. Erschreckend. Wenigstens ist es nicht weit bis dahin. Aber wie man sieht, habe ich schon ein bisschen gelernt. Mich stört, ist, dass die Kamera nicht mit dem Charakter automatisch mitdreht. Das ist
Man kann zwar den Gegner anvisieren, aber ich finde, wenn ich Gegner anvisieren drücken muss, beziehungsweise halten muss, ist das irgendwie ein bisschen doof. Siehst du mir auch nichts anderes als die. Dafür wirst du fies. Hier drüber. Nein! Ah, oh, doch, gerade noch. Jetzt gibt's die nächste Einlage fürs Jumpen. Sieh her, was ich kann! Du kannst gar nix. Ach scheiße, von da hätte ich den töten müssen schon. Ich werde den Schaden kassieren. Was sagst du dazu, Balthasar? Na, denkst du, dass der Schwierigkeitsgrad gut balanciert ist? Oder denkst du, dass Papa schlecht ist in solchen Spielen? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Papa wird auf jeden Fall besser. Schon Gaudi, also ich denke auch, na, das Problem ist auch Ausweichen mit RB. Da habe ich auch so ein bisschen noch Berührungsängste. Das ist mir. Warum haben die das nicht auf. Zum Beispiel zurzeit ist B noch frei und Y noch frei. Warum habe ich Ausweichen hier? Klar, da kommen bestimmt noch irgendwelche Fähigkeiten, weshalb diese Tasten frei sind. Weil ich habe den Finger eher auf den Bumper immer. Anstatt dass ich oben rechts immer das Ausweichen drücken kann. Shit, zu spät gesprungen. Balthasar, diesmal schaffen wir es, ne? Ja, diesmal machen wir ihn alle. Technisch, Hut ab, ey. Ich habe eine gute Lernkurve. Parcoursmäßig
noch besser als er. Ist es noch so eine Sache? Ich bin aber auf einem guten Weg. Jetzt! Nix mit Macht hier. Nimm das, Neid. Hübsch. Komm und hol ihn dir. Sehr schön. Ich will ja nicht stören, aber solltest du Neid nicht einfangen? Das habe ich. Sieh her. Dieser Talisman. Das ist ein Gefäß. Neid bewahrte darin die Energie der 6 anderen auf. Er wird ein passendes Gefängnis für die anderen, sobald ihre physische Gestalt zerstört wurde. Wenn ich darf, da kommt ein, eine Art Summen aus dem Talisman. Dieses Leuchten. Zeig an, wenn eine der 7 in der Nähe ist. Ich weiß. So klug. Der Rat hat in Bezug auf dich nicht zu viel versprochen, Herrin. Langsam gefällt mir der Klang deiner Stimme, Beobachterin. Talisman der Sünde gefunden und so viel zum ersten Video. Es werden noch ein paar Folgen, damit ihr ein bisschen besseren Einblick haben könnt. Auf jeden Fall bis jetzt cooles Gaudi, coole Bewegungsanimation, muss ich sagen. Und wir sehen uns dann später noch im zweiten Video und die Tage folgen noch ein paar. In dem Sinne, bis dahin, tschüle, euer Imperator.